Wir sind jetzt hier beim 10. Murer Weihnachtsmarkt und bei mir ist die Luana von den Pfadis hier. Ja, was habt ihr hier für einen Stand? Man kann bei euch sogar Kerzen machen selber. Man kann Kerzen kaufen, man kann Gurzle kaufen, man kann selbst Kerzen machen und man kann noch dort hinten basteln. So Weihnachtsbäume. Wir haben 8 Farben und dann kannst du einfach reindünken und rumlaufen. Das sind etwa 10 Sekunden. Und nach diesen 10 Sekunden ist es trocken und dann kann man wieder in eine neue Farbe gehen. Und wenn man fertig ist, kann man es wieder hinten aufhängen und ja, dann trocknen lassen. Wie viele Pfadis seid ihr da immer am Stand? Jeweils 8 bis 10. Wer hat welche Aufgaben? Wie habt ihr das aufgeteilt? Immer etwa 3 sind vorne, verkaufen, ab und zu sind so 4. Hinter sind etwa 2, 3 und ja, dort sind noch etwa 2, je nachdem. Wie funktioniert das genau, Geri? Eigentlich ist es relativ simpel. Also wir haben ja da den Topf, wo das Wachs drin kocht. Dann haben wir da die Vorlage. Es ist noch ziemlich dünn, ne? Man sieht jetzt meiner, den habe ich jetzt 10 Sekunden mal drin gehabt. Da ist jetzt nur der Docht und ein bisschen Farbe drauf, ein bisschen Wachs. Ja, genau. Dann tut man eigentlich den Wachs eintunken, wo heiß wird. Okay, tun wir es rein. Wie lange? Da mal wieder rausziehen, so schnell wie möglich. Wie heiß ist das? Ich darf jetzt nicht meinen Finger hier heben, ich weiß, es ist heiß genug. 90 Grad hat das Wasser unten, habe ich schon erfahren. Ja, also da hat es etwa bei 80 bis 90 Grad. Wie lange muss man es dann trocknen lassen? Es ist ja relativ kalt heute, darum ist es relativ gut. Dann kann man es aus der Seite hängen. Man kann dann das andere anschauen, das andere Angebot, das wir haben. Und dann ist es eigentlich parat, ja. Jetzt sind wir beim Robert und der hat mit dem Smoker eine richtige Attraktion hier auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, was ist das genau für ein Ofen? Das ist ein Oklahoma Joe und ein richtig knackiges Ding. Man hat eine Füllmenge von 100 Kilo Fleisch, also da geht was. Du bist kein Profi, hast du gesagt, sondern Hobbykoch. Ja, das ist mein Hobby, für das lebe ich und in meiner Freizeit tue ich gerne grillen. Nicht nur mit dem Grill-Equipment, sondern ich habe noch glaub, 6 oder 7 andere Grillwerkzeuge zu Hause, rund ums Haus, wo es eine schöne Sitzfläche gibt, also es passt immer. Woher kommt das Hobby? Es ist entstanden vor etwa 20 Jahren mit einem von meinen besten Kollegen. Er hat gesagt, komm, wir gehen noch mal an einen Grillkurs und dann habe ich mich verliebt in Smoker. Was kostet so einer? Ja, mit 4.500 Franken, wo wir schon reden. Was ist das Besondere? Das Besondere ist, dass man eine indirekte Hitze hat. Man kann es kombinieren. Man hat 3 verschiedene Wärmezonen, von sehr warm über gut temperiert und bis Low Cooking, also 80 Grad Niedertemperatur mit Rauch. Und ja, macht den Geschmack. Probier mal. Gleich probiere ich, aber das Hauptgrill-Event ist dann im Juni, Mitte Juni bei deinem Geburtstag. Wie viele kommen da immer? Meistens schon. Zu meinem Geburtstag heißt es immer, es kommt wer kommt. Und zwischen 50 bis 60 Leute kommen immer, ohne dass sie sich irgendwie anmelden. Und es gibt immer genügend Essen und Trinken. Jetzt war vorsichtig, ich habe gesagt, es ist Mitte Juni. Also wir wissen nicht ganz genau, wann es ist, leider. Weil sonst wird man natürlich auch kommen. Wer kommt, der kommt. Jetzt probieren wir mal die Speerribs. Ja, Wahnsinn.